Und Schneeberger, Scheibe frei und im Tor. Das ist der Treffer für den HCD in Überzahl. Und es ist, ja, wer glaubt denn das? Reto Fonax. Solche Geschichten kann eigentlich nur der Sport schreiben. Gibt's denn sowas? Reto Fonax, seit 33 Spielen hat er nicht mehr getroffen. Besser werden die Möglichkeiten nicht. Die Davoser mit Axelsson. Und das dürfte es wohl gewesen sein. Dick Axelsson mit dem 2:0 für den ACD. Der 20. Saisontreffer des Schweden könnte die Entscheidung in der Meisterschaft bedeuten. Dubois mit dem Pass für Dick Axelsson und der lässt Früherler keine Chance, obwohl er da vom Blindenbacher noch bedrängt wird. 2:0 für Davos. 3 Minuten 19 noch. Nicht aus der eigenen Zone raus. Das gelingt dann dafür Baschu. Und jetzt kommen sie zu dritt gegen einen und das ist die Entscheidung. Davos ist Schweizer Meister 2015. Ist vorbei. Davos, Schweizer Meister. Aber ich konnte mir gewusst, der das erste Goal schießt, der wird wahrscheinlich das Spiel gewinnen. Und von dem her haben wir natürlich versucht, ja, und wir haben es auch geschafft am Schluss, oder? Das ist wunderbar. Ich denke, vor der Saison hätte es niemand Kredit gegeben. Und jetzt so einen schönen Moment und mit so einer jungen Mannschaft können Meister werden, ist super schön. Jetzt mit den Jungs feiern und was morgen ist, werden wir morgen sehen. Auf Deutsch des Schweizer Eishockeyverbands überreicht dem Kapitän des HC Davos den Meisterpokal für die Meisterschaft 2015. Und der überlässt das Hochstemmen, das erste Hochstemmen, ich hab's gesagt, dem wichtigsten Transfer auf die Saison hin, Félicien Dubois.